So, warte mal, da oben, das... Ach genau, ich wollte doch da oben die Ecke mir angucken, weil das so verdammt stollenmäßig aussah. Oh, das ist eine andere Ecke. Und da ist ein Stollen! Ja! Speichern. Gut, nochmal ein Batzen hier. Nochmal ein Batzen zum Wegspratzeln, wa? Apropos Spratzeln, wo ich es gerade sage, komme ich gerade aufs Bayerische. Da fällt mir ein, jetzt ist ja gerade Oktoberfest. Ich hasse Oktoberfest. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt mal ein paar Ausschnitte, ein paar, ja, Reportagen kann man nicht sagen, halt so ein paar Ausschnitte gesehen, wo sie halt welche mit der Kamera begleitet haben beim Saufen, so ungefähr. Ja. Wenn ich mir das angucke, dort ist alles, was mich anwidert. Irgendwie. Haufen besoffene Assis, die halt auf cool machen wollen. Dann hast du hier blöde Kirmeskacke und dann hast du die ganze Zeit solche Ballermann-Musik, solche Verachtenswerte. Also dort ist nur Scheiße eigentlich. Und dann kostet's Bier auch noch 10 Euro pro Liter. Also ich meine, die sind doch so gestört dort. Das muss ich mir nicht antun, so ein Kack. Ganz abgesehen davon, dass man arm wird dort eben. Also findet das irgendjemand von euch toll? Tut mir leid, wenn ich euch jetzt oder euren Geschmack jetzt beleidigt habe, weil ihr es cool findet, aber ich meine, saufen kann ich auch günstiger zu Hause. Und bestimmt auch mit mehr Spaß, wenn ich mir ordentliche Musik einlegen kann. So, was bist du denn für einer? Verfluchter Sklave. Mein Leben sieht nicht gut aus. Lass mal ein Stück runtergehen. So, erstmal was trinken. Die sind ja so nett und warten. So, kann weitergehen. Hab meine Auszeit genommen. Geht los. So, zack, das war's für dich. Und jetzt bist du dran, verfluchter Sklave. Du bist ja der Boss, ha? So, zack. Ne, der hat aber auch nichts. Vielleicht ist es auch kein Boss. Gibt's hier überhaupt Bosse? Haben Zombies sowas wie eine Hierarchie? Ich habe keine Ahnung. So. Ah! Ich schrei einfach mal mit. So, das müsste jetzt aber doch der richtige Stollen sein, oder? Ach, noch mehr. Natürlich noch mehr. Warum sollte auch im Stollen niemand sein? Zombies bauen noch gerne Erz ab. Natürlich sitzen die im Stollen rum. Hey Jungs, packt eure Spitzhacken aus. Hey ho, hey ho. Wir sind vergnügt und froh. Und so lebenslustig. Ah, du Sack. Ja, ist ja dann. Hallo? Da, zack, zack, zack. Also fünfmal hintereinander hier zugehackt. Ey, das ist ja unnormal teilweise. So. Schon ein bisschen unfair. Das ist dann halt diese KI, die sie hier dann ein bisschen umgeändert haben, die alternative KI. Die nutzt das schon aus, wenn man mal einen Moment lang die Deckung... Wenn man mal einen Moment lang die Deckung unten hat und blöd steht, dann nutzen die das gnadenlos aus und hacken direkt drauf. Also die ist schon wirklich dann gut gemacht, die neue KI. So, damit haben wir die Stollen freigeräumt und wir gucken natürlich noch wegen den Kisten. Das Morgentau wollen wir nicht. So, mal mit ein bisschen Golz, ne, Golz, ja, ja, Golz, die Golzader. Und eine Erdader finden wir vielleicht auch noch, wenn wir schon eine Golzader finden. So, 4 Golzbrocken abgeerzt, geschürft. Was? 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 Hast du so getan, als ob du ein Untoter bist? Ich meine, du siehst ja nicht groß anders aus. Hast du deine Texturen verändert, um als Untoter durchzugehen, dass du nicht getötet wurdest? Erstmal Erzacken. Hm. Fällt mir gerade schwer zu sprechen irgendwie, ich weiß auch nicht. So, 4 Erzbrocken geschürft. Ich lasse den nochmal kurz. Ich will nochmal eben hier abbauen, was abgebaut werden muss. Es muss getan werden, was getan werden muss. So, hier sind 2 auf jeden Fall schon mal. 2 Kisten, meine ich. So, zack. Ich finde diese leichte Assassinenrüstung sieht auch immer so ein bisschen wie ein schwarzer Schlafanzug aus. Bist du so ein Ganzkörper-Pyjama irgendwie. Also Pyjamas gehen ja immer über den ganzen Körper, weil es ein bisschen blöd. Na egal. Hey Miguel! Was machst du hier? Was glaubst du? Ich verstecke mich. Es ist so schlimm. Sie sind alle tot. Und auch wieder nicht. Sie starben, aber sie standen vor meinen Augen wieder auf. Ja, verdammte Untote. Ich bitte dich, bring mich weg von hier. Das können wir machen, mein Freund. Weißt du irgendwas über Kisten mit Stahl?
Bevor die Untoten kamen, waren ein paar Räuber im Stollen. Sie haben ein paar der Kisten weggeschleppt. Aber eine konnte ich retten. Hier, nimm du sie. Danke, damit haben wir jetzt 6 Kisten, das ist sehr gut. Wo willst du denn hin? Zurück nach Bensala. Enzo wird meine Hilfe brauchen, falls er noch lebt. Okay. Gut, ich bring dich zu Enzo. Ich danke dir. Dann helfen wir dem guten Mann mal, weil der ja doch ein bisschen erstmal fressen muss. Natürlich. Kommst du? Ach, ich muss noch, ich bringe dich weg sagen, oder was? Natürlich. Ich bring dich weg. Gut. Ach, was ein Quark. Okay, komm mit, Miguel. Wir haben 6 Kisten, wir können Miguel wegbringen. Wir kriegen gut Ruf in Bensala. Das ist doch ganz schick hier. So, damit haben wir schon mal hier uns kräftig durchgeschnetzelt durch die untoten Horden. Und damit müssten wir jetzt eigentlich... Ach, wir müssen hier rüber, okay. Damit müssten wir jetzt eigentlich einiges an Ruf abgesahnt haben, um dann jetzt gleich auch mal mit dem Ork zusammen in den Tempel aufzubrechen. Hm, war doch Südwesten, okay. Naja, was soll's. So, Sklave ist dabei. Alles klar. Gut, welcher war... Muss ich euch denn immer helfen? Und wieso ist das Schwert schon wieder weg? Komm, ich mach das mal für euch hier. Dem hast du's gezeigt. So, ich wollte ja niemanden... Ich wollte ja niemanden anderen schlagen, deswegen habe ich das mal ein bisschen vorsichtiger gemacht. Hier haben wir Enzo, alles klar. So. Ich habe den Stahl, den du wolltest. Danke, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt geht es wieder aufwärts. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Schön, dass wir gleich noch was auf die Schmiedekunst mitgekriegt haben, auch wenn es natürlich nur ein Punkt war, aber auch Kleinvieh macht Mist. Viele Kühe machen Mühe. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Mein treuer Diener Miguel, ausgezeichnet. Ich danke dir und verzeih mir mein anfängliches Misstrauen, Vater der Gerechten. Du hast mir sehr geholfen. Kein Ding, ist ja okay. Okay, Miguel, können wir noch irgendwas mit dir machen? Stör mich nicht. Ey, sei mal nicht so unfreundlich. Wir haben dich immerhin hier gerettet, wir haben dir das Leben gerettet. So, für Giordes können wir noch nichts machen. Seine Waren haben wir ja noch nicht wieder entdeckt. Okay, dann mal zu Daro. Was ist mit dem Tempel? Dort hat das Unglück begonnen. Dort liegt der Ursprung des Bösen. Aber niemand, der klar bei Verstand ist, wird sich dort hineinwagen. Wenn wir hier für Ruhe sorgen wollen, müssen wir auch den Tempel angreifen. Du hast recht. Gut. Du wirst nicht allein zum Tempel gehen. Aber erst, wenn die Umgebung sicher ist. Natürlich, wir haben sie schon sicher gemacht, aber das weißt du ja noch nicht. Deine Männer sind tot. Ich habe sie erlöst. Verdammt sei die untote Brut. Nimmt dieser Wahnsinn überhaupt kein Ende. Ich hätte es ja geil gefunden, wenn sie ein paar Untoten, ein paar Zombies tatsächlich die Assassinenrüstung angezogen hätten. Das wäre cool gekommen, aber leider nicht. Hätte man eigentlich mal in irgendeinem Mod lösen können, wurde vielleicht auch, weiß ich nicht. Ich mache ja hier komplett ohne irgendwelche Mods oder so. Es ist nur halt die aktuellste Version gepatcht und ansonsten habe ich ja nichts drauf. Die Stollen sind wieder frei. Gut. Wir schulden dir Dank, Vater des Mutes. Okay. Wie sieht's jetzt mit dem Tempel aus? Es ist ein gefährliches Unternehmen. Wenn es einer schaffen kann, dann du. Geh zu Dolok. Er soll dich begleiten. Natürlich, sehr gern. Okay. Dann jetzt also auf mit Dolok zusammen mit dem Ork. Ach, die gehen ja schon. Die sind schon unterwegs. Ich will noch mal kurz hier oben gucken, ob hier irgendeiner ist, den wir noch befragen können. Aber ich glaube, das hier sind bloß Wachen, ne? Krieger, Elite-Krieger, genau. So, nochmal kurz... Nein. Ach, stimmt ja, ich hab's ja gar nicht gelernt. Ich wollte ja bloß, aber hab's nicht. Okay, dann hin zu Dolok. Die haben schon mal hier Stellung bezogen. Dolok. Daro vertraut mir. Also kämpfe mit mir. Du hast gezeigt, dass du es wert bist, Morra. Wir gehen zum Tempel und kämpfen gegen die Verdammten. Aber wir gehen nicht hinein. Morras haben das Unheil begonnen. Morras werden das Unheil beenden. Du gibst das Zeichen. Dann gehen wir los. Ja, natürlich. Wir gehen allein. Greifen wir jetzt den Tempel an. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Gehen wir. Also wenn das... eins von diesen lästigen Viechern. Wenn das einer sagen müsste, dann bin ich das wohl, oder? Ich meine, ich muss dann in den Tempel rein. Du kriegst ja bloß bis kurz davor und lässt es dann sein. Na komm. Dem hast du es gezeigt. So.
Dolok, ist er jetzt eigentlich unser Verbündeter? Nein. Vielleicht müssen wir auch noch, ich bring dich weg mit ihm machen oder so, ich weiß es nicht. So, mal kurz den hier beseitigt. Okay. Dolok? Nee. Können nichts mit dem besprechen. Der zieht einfach nur in Richtung des Tempels ungefähr. Und bleibt dann davor stehen wahrscheinlich. Na gut, dann wollen wir das halt alleine lösen. Geht auch, aber erstmal Brotzeit. So, zack, rein damit. Wir haben immer noch 44 Steaks und 44 Heiltränke. Also solange wir die Möglichkeit haben, irgendwas in uns reinzukippen, dann dürfen wir nicht allzu bald sterben. So. Und verdursten und verhungern werden wir auch nicht, auch wenn Heiltränke ja meistens auf Alkoholbasis sind. Das ist dann natürlich... Nun ja, wenn man dehydrieren möchte, dann ist das genau das Richtige. Ansonsten vielleicht nicht so sehr. So. Wir haben aber bestimmt auch irgendwo Wasser einstecken. So, da drüben sind gleich die Nächsten, aber ich meine, die Zombies sind ja jetzt kein Problem mehr für uns. Ich habe noch mehr Schiss vor dem Tempelwächter, den wir dann bestimmt gleich wieder treffen werden. Die sind mir ja ein bisschen ein Graus, muss ich sagen. Diese komischen Skorpionsmenschenwesen da. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß nicht, was die darstellen sollen so richtig. So. Du auch noch, mein Freund? Okay. Dann kommen wir den Orks mal zuvor und gehen hier lang. So. Und halten ihnen den Weg frei, damit sie auch ja nicht ihre Waffe zücken müssen. Wir wollen den Orks ja keinen Kampf zumuten. Ist ja nicht so, als ob Orks eigentlich für Ehre und Kampf geschaffen wären. Deswegen bleiben sie auch feige vor dem Tempel stehen und kämpfen dann nicht mit da drin. Natürlich! Wo sie sich dann doch eigentlich brüsten könnten damit, oh, wir haben den Fluch von Mensala genommen, weil die dummen Moras das nicht hingekriegt haben alleine. Aber nein! Der Ork ist ja feige. Und versteckt das damit, dass wir hier den Mist machen sollen, nur weil es irgendein Mora angefangen hat. Ja komm, ist ja gut, Mensch. Nicht mal den kriegt ihr hin, willst du mich verarschen? So, zack. Solange ich... Ach, solange ich die Ochsen nicht schlage, scheinen die mich auch nicht treffen zu können. So, haben wir die. Mal wieder Steak für zwischendurch. Noch eins bitte. Danke. So, und dann wollen wir mal den Tempel öffnen. Tempel? Öffnen? War gar nicht hier. Okay. Dann noch zum Haupteingang. Oh, hier sind ja ein paar mehr. Der ist ja schon offen. Stimmt ja. Und ich habe ihn schon gesehen. Oh nein. Bin gar nicht da. Ich will nicht gegen den Tempelwächter kämpfen. Ich weiß, die waren eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich mag die einfach nicht. Die sind irgendwie eklig. Die sind mir sehr suspekt, die Viecher. Die haben auch so eklige Köpfe irgendwie. Ja, in den Rücken, genau, du Drecksack. Sag mal, was seid ihr für feige Schweine? So, Zombie. Dead Zombie, okay. So, den noch und den noch. So, und die Skelette haben Bögen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass nicht plötzlich irgendwelche Pfeile angeflogen kommen hier. So, das war's für die. Mal wieder das Essen zwischendurch. Wo sind eigentlich unsere Freunde? Ach, die kämpfen da oben. Ha! Ja! Wo ist denn eigentlich mein Schild schon wieder? Stelle ich gerade so fest. Wer hat denn mein Schild schon wieder versiegelt hier, verbummelt? Ach, ich glaube, den hatte ich, als ich nach Bensala zurückgekommen bin, gar nicht wieder ausgerüstet, ne? Das mit dem Schild geht mir ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Ach, jetzt habe ich gar nicht... Mann. Ja, kämpft. Oh. Haut drauf! Ja, genau. Wir nehmen sie in die Zange! Oh, Verzeihung. Ja, kommt, macht ihr den Rest. Ihr schafft das schon. Speichern.